Hallo liebe Community und herzlich willkommen hier auf dem offiziellen Channel der BMW Vogel Autohäuser. Hier zu meiner Rechten das aktuelle BMW M440i xDrive Grand Coupé. Für diejenigen, die da letzte Woche was verpasst haben, hier oben im Kästchen könnt ihr mal draufklicken, denn da haben wir zusammen einen optischen Blick auf dieses wunderschöne Kfz geworfen. Ja, heute nehmen wir uns mal etwas Zeit und widmen uns einem der schönsten Sachen im Leben, und zwar dem Autofahren. Wir testen das Fahrzeug fahraktiv und zeigen euch alles Wichtige hierzu. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist, als wäre es schon wieder Black Friday. Ja, das ist der Lackierung zu schulden, denn wir fahren heute mal das Frozen Black farbene Vantom hier durch die wunderschönen Pfälzer Weinberge. Bevor wir das tun, hören wir uns aber einmal den Sound von innen an. Da bin ich mal gespannt. Hier übrigens das niegelnagelneue OS 8. Endlich, es ist soweit. Es ist auch hier in unsere M-Performance-Modelle mit eingetroffen. Sprich, ihr dürft euch auf ein richtig cooles, großes Curve-Display freuen, was euch da stets auf dem Laufenden hält. Einmal kurz in den Sport Plus. Lausche auf. Nicht schlecht. Nicht ganz so enorm wie der aktuelle BMW M4 oder die Competition-Variante, aber schon knackig. Ich freue mich. Bevor wir gleich zusammen losfahren werden, schalte ich den M440i zurück in den Komfortmodus, denn ich möchte das Fahrzeug erstmals in seiner Ausgangsposition kennenlernen. Sprechen wir mal hier von der handzahmen Facette, denn der M440i soll ja ohnehin das alltagstauglichere Pendant zum reinrassigen M oder auch M Competition sein. Merken wir auch an den Designelementen, die Karosserie nicht ganz so auffällig gestaltet wie beim M4. Auch die Abgasanlage ist zwar ordentlich laut, aber auch wiederum nicht zu laut, nicht zu auffallend. Ich denke, hier mit dem Fahrzeug kommt jeder auf seine Kosten, gerade wenn das gefühlt im 24-7-Betrieb mit dabei ist. Deswegen gehe ich mal hier drauf und wir sehen einfach, das Operating System 8 ist mit am Start. Alles auf dem neuesten Stand der Dinge. Allein schon diese hochqualitative Auflösung hier macht ganz, ganz viel Freude. Er ist wesentlich leiser und dann fahren wir mal los, oder? Wir stehen an der Straße. Klar, ich werde heute mit euch zusammen nicht komplett auf das OS 8 eingehen, denn das haben wir euch ja schon detailliert in dem ein oder anderen Video aufgezeigt. Ich möchte dahin mal mit euch, was diesen M440i so speziell macht. Und auch das ist sehr wichtig. Es ist alles nach wie vor noch, wie wir das bei BMW kennen, zum Fahrer orientiert und bietet mir unfassbar viele Möglichkeiten, das genau so optisch auf den Punkt zu bringen, wie ich mir das wünsche. Wir haben beispielsweise hier an unserem M-Sport Lederlenker aus Nappa-Leder dieses Knöpfchen hier mit den drei Balken. Wenn wir da drauf gehen, können wir uns den sogenannten Content, das Layout und auch unser Head-Up-Display einstellen. Beim letzteren bleibe ich mal. Da habt ihr dann die Möglichkeit, beispielsweise einen Pfeil einzustellen. Ähnlich wie bei der Formel 1, ein Drehzahlmesser. Und sämtliche Inhalte frei konfigurierbar. Das Layout, ja, eines der zentralen Punkte hier in der Instrumentenkombinationsgestaltung. Da, wie ihr sehen könnt, habt ihr die Möglichkeit, dass er introvertiert, eher detailliert oder eher klein gehalten zu designen. Und der Content ist dann gerade dieser mittlere Bereich hier. Da können wir uns beispielsweise den Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen, Fahrassistenzsysteme und eins meiner persönlichen Highlights, immer wieder diese Kartenoptik. Genial hierbei, wenn ich jetzt aufs große Layout gehe, wächst die Karte auch nochmal. Also ihr seht schon, der M440i kann genau das, was die alltagstauglichen BMWs so können. Nur halt als sportliche Variante. Gehen wir nochmal zurück kurz in den Sport. Da gibt es dann tatsächlich nur diese eine Ansicht hier. Und was immer fokussiert mit am Start ist, ist unser BMW M-Logo. Auch das so ein kleiner, markanter Unterschied dann zur gewohnten Palette. Und dann fahren wir jetzt mal die ersten Meter. Wunderbar, total leise. Die Schaltung sehr, sehr soft. Wir haben ein 8-Gang-Automatikgetriebe mit am Start. Immer mit Schaltwippen beim M-Performance, wo wir tatsächlich dann auch manuell eingreifen können.
Wir befinden uns auf den ersten Metern unserer Tour, gerade hier durch die kurvigen Gegenden in der Pfalz. Und ja, obwohl wir im Komfort fahren, haben wir ein etwas härteres und auch direkteres Fahrwerk. Das ganze Ansprechverhalten hier auch etwas aggressiver, aber keinesfalls ungewohnt, auch nicht unkomfortabel. Wir wissen einfach, oder besser gesagt, wir merken, dass wir hier das aktuelle Topmodell unserer Viererreihe fahren. Im Komfort, wenn ich jetzt Gas gebe, ist er zwar direkt da, auch das kennen wir von BMW, aber auch wieder nicht zu sehr. Es ist so dieses, ja, diese optimale Mitte. Und das zeigt mir, hey, ich kann hier problemlos einsteigen und 600 Kilometer am Stück bis nach Hamburg durchfahren. Und das macht es dann aus. Und hier und da kann ich per Knopfdruck dann den Sportlichen raushängen lassen. Mein OS 8 hier assistiert mir bestens, auch innerorts. Nach wie vor kann ich hier über den allseits beliebten iDrive-Controller komplett durchschalten. Geil gemacht hier einfach die neue Grafik mit unserem Vierer. Wenn ich jetzt zum Beispiel blinke, nimmt er das auch direkt mit ins Auto. Das sind so kleine Spielereien, die finde ich aber immer wieder ganz, ganz fein. Ich bin da einfach ein sehr, sehr detailverliebter Mensch. Und da muss ich schon sagen, das ist mir auch ein bisschen wichtig. Er wirkt wesentlich aufgeräumter und auch moderner als bei den Vorgängern. Hier oben bei den vier Balken habt ihr dann die Möglichkeit, euch in einer app-förmigen Aufstellung das ganze Fahrzeug fein zu justieren. Da spreche ich von der Innenbeleuchtung, über die Fahrassistenzeinstellungen. Ihr findet eine Betriebsanleitung wieder. Also auch das ganz, ganz praktisch hier im aktuellen M440i gemacht. Auch wegen der Fahrzeuggröße müsst ihr keine Bange haben, Leute. Warum? Die Maße, die identischen, egal ob BMW i4, 420, 430, es ist immer das gleiche. 4,78 Meter in der Fahrzeuglänge, 1,44 Meter in der sportlichen Höhe und er ist so knapp über 2 Meter dann breit, wenn wir da die Spiegel mit ins Spiel holen. Und ja, auch das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil es ist keine große Umstellung. Wenn ich jetzt beispielsweise ein 430-Kunde bin und ich wage mal das, ich gehe rüber zum M440i, dann ist es nicht so, dass ich hier in eine komplett neue Welt reinkomme. Klar, vielleicht hatte ich dann mal den Cockpitwechsel von OS 7 auf OS 8 mit dabei, aber es ist jetzt nichts Gravierendes. Und das einfach genial gemacht. Ja, ihr Lieben, ich weiß ja, wie das ist. Der Leon kann jetzt hier viel über Komfort sprechen im aktuellen BMW M440i. Aber ihr wollt es wahrscheinlich hören, die technischen Daten, gerade zum Thema Sportlichkeit. Denn auch da liegt irgendwie immer der Reiz, wenn man sich so ein Fahrzeug zulegt. Wir sind bei 374 PS angekommen, 500 Newtonmeter auf 2998 Kubik. Genau die richtigen Einheiten, wenn wir hier über einen wunderbaren reinen Sechszylinder sprechen, denn auch der ist hier noch verbaut. Wir dürfen uns drauf freuen. Er hat mittlerweile auch einen 48 Volt Mild Hybrid mit dazu bekommen. Der Elektromotor an der Hinterachse bringt dann so circa 11 PS Systemleistung mit ins Spiel. Von 0 auf 100 geht es in sage und schreibe 4,7 Sekunden. Entscheiden wir uns gegen den xDrive, sind wir bei knapp 5 Sekunden angekommen. Also auch das macht einiges hierbei aus. Bei 250 km/h ist dann Ende, da ist er abgeregelt. Wenn ihr da natürlich dann den extra Traum habt von 300 km/h aufwärts, dann kommen wir mehr oder minder nicht um den M4 Competition oder auch den M3 Competition nicht drum rum. Nichtsdestotrotz, es macht unheimlich viel Spaß. Beim Thema Sportlichkeit, wir können nach wie vor hier auf unser Cockpit zugreifen, auf die Fokuseinstellungen gehen, beispielsweise hier die Fahreinstellungen. Und da können wir dann über Antrieb und Fahrwerk alles einstellen. Beispielsweise bei unserem Sport Individual, da gibt es dann zwei verschiedene Dämpfungseinheiten. Auch die Lenkung können wir einmal ins Komfortable oder ins Sportliche schalten. Den Antrieb sogar dreifach mit Sport Plus Variante. Getriebe auch dreifach dabei und das Ganze auf die Schnelle wieder zurücksetzen. Allein diese Animation hier, das ist der blanke Wahnsinn. Und ein weiteres witziges Feature ist mit dabei, die sogenannten Iconic Sounds. Also es wird hier auch der Klang, gerade dieser typische Reihen-Sechszylinder-Sound durch die Harman Kardon mit verschärft. Auch das ganz fein gemacht. Nebendran finden wir übrigens dann auch den Fahrassistenzreiter wieder.
Auch da können wir über Sicherheit und Warnungen, Parken und Rangieren alles Wichtige und auch Alltagsrelevante einstellen. Ja, jetzt kommt gleich noch ein schöner, kurviger Abschnitt. Dann würde ich sagen, testen wir doch einfach mal die sportliche Facette, oder? Ihr Lieben, es folgte eine wunderschöne Straße. Ich würde sagen, wir testen das einmal. Wir gehen in den Sportmodus. Ich persönlich finde übrigens, der reicht vollkommen aus. Ich fahre selten über die Individualeinstellungen, weil der Sport oder auch der Sport Plus einfach schon von Haus aus perfekt abgestimmt ist. Und da macht er eigentlich nie was falsch mit. Ja, 3, 2, 1. 50, 70, 100, okay. Atemberaubend, allein diese Fehlzündungen, besser gesagt diese simulierten Fehlzündungen, es ist schon noch geil. Da kommt eine Kurve, wir testen das mal, wir fahren die einmal an. Er liegt unfassbar gut auf der Straße. Er knallt permanent hinten. Wir haben ein ganz anderes Klangbild durch einen Knopfdruck erreicht. Er ist noch zackiger da. Ja, so möchte man das einfach haben bei einem M440i. Durch den Allrad habe ich diese wunderbare, gleichmäßige Beschleunigung aller Komponenten. Und die Kurvenfahrt ist eigentlich gefühlt wie auf Schienen. Das Ganze greift genau da ein, wo ich es gerade brauche. Habt ihr das Knallen gehört? Permanent. Der absolute Wahnsinn. Ich weiß, das Thema wird oftmals sehr, sehr verhöhnt, gerade hier mit simulierter Lautstärke. Aber ganz im Gegenteil, wir haben den Sechszylinder, der schlummert da. Den hören wir, ob wir wollen oder nicht. Es wird nur sehr, sehr dezent noch verschärft. Es ist keinesfalls so, dass sich das irgendwie negativ aufs Fahrgeschehen auswirkt. Es macht nach wie vor unheimlich viel Spaß. Wenn ihr euch wirklich mal für so ein Auto entscheiden solltet oder das eine Rolle bei euch spielt, nehmt die Chance wahr, fahrt das einfach mal Probe. Es ist ein atemberaubendes Gefühl. Aber auch im Sport, wir können das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Der Klang ist dann etwas verschärft. Er schaltet direkt. Die Lenkung ist genau da, wo ich sie brauche. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin absolut geplättet. Logisch, wir sprechen ja immer wieder über das Thema Sportlichkeit, aber auch hier in dem Fahrzeug darf die Fahrassistenz definitiv nicht zu kurz kommen. Die spielt sich nämlich genau hier zur Linken des M-Sport Lederlenkrads ab. Da haben wir ein paar sehr, sehr wichtige Tasten. Die hier zum Beispiel und die. Wenn wir da drauf drücken, können wir einmal in den sogenannten Assisted Driving Mode wechseln. Da kann ich dann tatsächlich auch direkt die Hand vom Lenkrad loslassen. Er lenkt automatisch für mich. Jetzt zeigt er mir an, Leon, nicht mehr lange, du musst die Hand wieder dran machen. Habe ich gemacht. Und wie aus magischer Hand fährt er jetzt die Kurve für mich. Ist immer wieder ein komisches Gefühl. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Beim neuen 5er kommt auch eine Funktion mit dazu, dass er fast unendlich lang gefühlt die Möglichkeit gibt, die Hände vom Lenkrad zu lassen. Das jetzt noch die Vorgängervariante, aber auch für den Alltag vollkommen ausreichend. Wenn wir nochmal drauf drücken, können wir das Ganze wieder deaktivieren. Über den Mode-Knopf können wir dann die verschiedenen Driving Assistant Modes abrufen. Einmal die Abstandsregelung und auch den eben besagten Driving Assistant. Wichtig hierbei, ihr habt einerseits die Möglichkeit, nur das mithelfende Lenken einzustellen. Andererseits können wir aber zusätzlich auch direkt den Abstand regulieren und den Tempomat mit dazu rufen. Oder auch andersrum, nur mit dem Tempomat fahren, ohne dem Lenken. Der BMW gibt euch alle Möglichkeiten. Und ihr habt es gerade gesehen, das sind zwei, drei kleine Klicks und dann klappt das auch schon. Die Schildererkennung ist stets mit am Start. Und ja, einfach. Gerade auch beim Themenbereich Fahreinstellungen wird ein ganz großes Augenmerk hier drauf gelegt. Und zwar auf den Themenbereich Fahrassistenz. Das hängt natürlich indirekt auch hier mit dem Tempomat zusammen. Denn wenn wir da drauf gehen, haben wir die Möglichkeit, beispielsweise bei der Kachelsicherheit und Warnungen die Frontkollision einzustellen. Wie sensibel darf der BMW in solchen Situationen reagieren? Die Spurverlassungswarnung, exklusiv natürlich auch mit Lenkeingriff, Spurwechselwarnung. Also da seht ihr schon, da ist ziemlich viel dabei.
Wenn ihr beispielsweise auch zu schnell auf eine Ampel, ein Stoppschild oder ein Vorfahrtgewehrenschild zufahrt, wird er euch auch auf Wunsch vorwarnen. Bei Parken und Rangieren haben wir auch alles mit dabei. Wir werden euch bald noch ein detailliertes Parking Assistant Plus Video mit dem aktuellen OS 8 vorführen, denn auch da gibt es noch den ein oder anderen feinen Trick mit dazu. Beim Thema Fahren, auch da die Geschwindigkeitsassistenz, die wird stets groß geschrieben, denn das hängt jetzt mit dem Tempomat zusammen. Wir können da beispielsweise unser Tempolimit anpassen, Toleranzen einstellen, dass er zum Beispiel immer die gefühlten 5 bis 6 km/h drüber fährt. Wir können Ampeln mit berücksichtigen. Wir können also auch diese Tempomateinstellungen unserem Streckenverlauf anpassen. Thema Abstandsregulierung. Auch da seht ihr, wir sind sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand der Dinge im aktuellen BMW M440i. Meine Lieben, wir befinden uns hier jetzt auf den ersten Metern zur Autobahn und wie versprochen, testen wir mal einmal das Beschleunigungsverhalten und ihr seht, das geht bei dem Auto unfassbar schnell. Wir sind schon bei 150, 160. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also er schöpft hier seine vollen 374 PS aus. Wir waren gerade bei knapp 220 km/h, Tendenz steigend. Also ich denke, diese 250 km/h Vmax sind definitiv drin und werden auch dementsprechend sehr, sehr schnell erreicht. Es ist ziemlich viel los. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, das Ganze noch einmal auf dem Rückweg zu testen. Ansonsten fahrtechnisch, wie gesagt, auf den Tempomat bin ich ja schon eingegangen. Wir sind hier auf dem neuesten und auch coolsten Stand der Dinge beim Thema Navigationssystem. Auch das hat nochmal eine optische Auffrischung erhalten. Jetzt geben wir noch einmal Gas. Der Klang ist überwältigend. Man hat schon Gänsehaut, gell? Wenn man weiß, dass da ein schöner 3 Liter Sechszylinder schlummert. Und dieses Gefühl, dass man hier tatsächlich auch ja, den Kampfjet über die Autobahn fahren, in schwarz-matt. Es ist auch immer wieder schön, in die Autos zu blicken, also da wird schon nachgeguckt. Man fällt schon auf mit einer schwarz-matten Lackierung. Ihr Lieben, wir versuchen es noch einmal. Wahnsinn. Die Geräusche beim Schalten. Eine einfach geile Kulisse. 220, 230, 40 und da haben wir sie, die 250 und da haben wir es jetzt gemerkt, jetzt regelt er auch langsam das Fahrzeug ab. Also die Fahrt wird von einem ständigen Blubbern begleitet. Das ist immer dabei, wenn er im Sport fährt. Ich gehe jetzt mal auf den Komfort nochmal. Jetzt haben wir automatisch einen ganz, ganz anderen Charakter. Und ja, das macht's aus. Ihr Lieben, es war mir eine unfassbare Freude, euch dabei zu haben. Wenn ihr hier noch Fragen und Anregungen zu habt, ihr wisst Bescheid, ruft uns an. Wir helfen euch liebend gerne weiter. Mein Fazit zum aktuellen BMW M440i, egal ob Coupé, Cabrio oder Grand Coupé, ihr seid technisch und auch optisch auf dem ja, neuesten Stand der Dinge. Ihr habt hier den optimalen Switch zwischen M-Motorsport und auch der Alltagsvariante BMW 4er. Es ist auch oftmals eine Understatement-Sache. Gerade im Businessbereich habe ich das sehr, sehr oft. Viele Kunden wünschen sich ein sportliches Auto, möchten das aber auch auf der anderen Seite nicht zu sehr zeigen. Deswegen, ihr seid hier mit einem M440i oder im Generellen mit einem M-Performance-Modell bestens bedient. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.